verkaufen. Es fällt einem sofort auf, dieser Satz springt einen nicht an. Er hat Besseres zu tun. Und er ist eher nett und kommt herein und setzt sich dazu. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen, kann man noch so pathetisch sprechen, wie man eben nur möchte. Es bleibt trotzdem immer unhip. Und für ein Wiedersehen bereit mit diesem holden, wirren Herrn, lasse ich mich auf ein Stündchen ein. Denn, ach, die Liebe hab ich gern. Die Mühle lasse ich nun allein. Der heutige Tag, der ist für mich. Erst morgen werde ich brav parieren. Die Mühle lasse ich nun im Stich. Was soll da schon passieren? Mit diesem Titel möchte ich nun 2 Jahre durch die Welt ziehen. Man bindet sich ja auch ein bisschen dann an das, an dieses Motto. Vorbereitung ist das A und O natürlich im Cabaret, und so habe ich natürlich angefangen, sofort mich einzuschließen in meiner Wohnung und mit Bergen von Büchern auszustatten, um zu recherchieren, wer sich vielleicht diesem Thema auch schon gewidmet hat. Jeder Autor, der Ihnen einfällt, hat ein, denken Sie nach, genau der, hat auch eins. Nennen Sie mir irgendeinen Autor. Goethe. Ja, hat ein Stück über die Mühle geschrieben, genau. Goethe hat auch sich dem Thema gewidmet, ist auch verfilmt worden und so weiter. Ja, habe ich erst später dann erst entdeckt. Und da braucht es dann... Was? Schiller auch. Mühlenstein 1, Mühlenstein 2 waren auch sehr, sehr bekannte Theaterstücke. Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich doch eine Art ein Best-of. Ja? Ich habe mich hingesetzt und habe 123 oder 1234 Theaterstücke und Dramen und Gedichte zum Thema der Mühle gelesen. Ich habe mich hingesetzt und habe mir ein unglaubliches Repertoire erlesen. Und aus diesem Repertoire dann quasi nochmal erlesen, wenn ich das so sagen darf, nicht wahr? Erlesen als altes Wort für auswählen. Ne? Und habe dann die besten Texte ausgewählt und eine Art Best-of-Mühle gemacht. Ja. Ein windiges Thema. Kriegen wir einen Jingle? Ah ja? Ja, nur so kurz. Ja, danke schön. Wir beginnen. Nein, okay. Wap babalula, wap bam boom. Ich habe sofort in dieser Begeisterung natürlich gemerkt, ich brauche noch eine Musik. Eine Musik ist immer gut, Musik ist immer. Und habe meinen alten, treuen, einzigartigen, großartigen, gut aussehenden, charmanten, leicht autistischen Kollegen Sebastian Giron von Schlecht angerufen und ihm gesagt, du glaubst nicht, was ich gerade herausbekommen habe. Wir werden ein Programm machen, ich sehe es vor mir, ich visioniere es. Es wird heißen, wir mussten die Mühle unseres Vaters verkaufen. Und Sebastian hat gesagt, was? Und ich habe gesagt, ja. Er war beeindruckt von ihm. Er war ganz hin und weg von dieser, er war eigentlich mehr weg als hin von dieser guten Nachricht. Dann kommt eine Straße, ja noch eine Straße, und dann geht es allen fein. Dann kommt ein Stadtpark, ja noch ein Stadtpark, alles nah, alles kompakt. Dazu ein Schild hin, ja noch ein Schild hin, dass der Hund den Linken kackt. Im Prinzip ist ja jedes, oder es ist etabliert, dass Cabaret an sich natürlich konzertante Kunstform ist. Aber ich hätte schon auch gern noch mehr Shishi auf der Bühne. Ja? Es wäre schon schön, wenn man hätte vielleicht ein Konfetti oder ein Alligator oder ein Lemuren mit auf der Bühne. Gut, Sebastian ja eh. Aber das müssen wir schneiden später. Aber das Problem halt an einer großen Equipmentliste oder sowas ist einfach, das lässt sich logistisch nicht stemmen. Das heißt, man muss einfach dann ich mache das sehr gerne, dass ich dann einfach in der jeweiligen Spielstätte mich vorher umgucke und sage, ah, was haben wir hier? Ein Klavier. Kann man das irgendwie einbauen?
Klavier ist jetzt in dem Fall obligat, aber man kann gucken, was sonst noch irgendwie da ist. So, das so viel dazu. Was ist das da hinten noch für eine Deko? Ist die Standard oder ist das ist griechisch, oder? Der kleine Pimmelgott. Schön. Ich nehme mir da ein bisschen die Freiheit, immer die Genrefrage auszulassen. Der Berufsberater damals hat davon nichts gesagt. Er hat gesagt, das würden andere machen. Es ist ein anarcho-syndikalisches Textkabarett. Es ist ein Kabarett. Das muss ich immer noch mal sagen. Ich schreibe immer, es ist ein Kabarett. Mit einem T. Ganz klar. Ja, und dann guckt man später in die Presseerklärung und dann schreiben sie immer noch ein T dazu. Und dann haben sie immer ein Kabarett. Ein Kabarett. Das ist wie ein Barett oder so. Das ist ein ganz hässliches Wort. Kabarett. Es ist ein Kabarett, wie man das in Österreich ausspricht. Gell, Spunzer, ein Kabarett, das ist immer fein. Denn niemand wird der Zunge geworden.